Hallöchen, Leute. Willkommen zurück zu einer kürzeren Folge als beim letzten Mal. Rayman plus Mario Kingdom Luigi. Hoodlum Havoc. Hallo. Hallo. Revenge of the Flying Dutchman. So, wir haben beim letzten Mal das Bonuskapitel gemacht, wenn ihr euch erinnert. Wir erinnern uns noch sehr gut. Wir haben Dinge gelernt, auf jeden Fall. Vor allem, was uns im Nachhinein aufgefallen ist, wir haben Luigi immer viel zu nah an die Front geschickt. Luigi ist ein Fernkämpfer. Den dürfen wir nicht so nah ranschicken an andere Leute. Weil der hat ja eben seinen Sniper und eben sein Auto, was halt fahren kann. Und auch gerne ein paar Runden brauchen kann. Na gut, machen wir weiter. Das ist auch schon die nächste Challenge. Wir haben ja gesagt, jetzt hier in dem Kapitel in der Welt machen wir die Challenge jetzt noch direkt fertig. Aber in den anderen Kapiteln dann nicht. Das ist doch bestimmt einfach. Kriegen wir hin, ne? So, du bist deine Aufgabe jetzt, das musst du überlegen. Einfach. Oh oh. Haben wir unsere Fähigkeiten? Ich glaube, Peach kann mittlerweile dreimal rasen. Also Roboter Peach. Roboter Peach. Die Gegner haben Super-Effekte 100% und wir müssen alle töten. Oh nein, oh nein. What? Was haben wir denn hier so? Also wir müssen 6 Gegner besiegen, nicht alle Gegner. Ja, die beiden auf jeden Fall besiegen, klar. Okay, hier. Und die 4. Ja, die Piranhas sind halt egal. Die nerven uns nur, die müssen wir ignorieren. Sofern es geht. Ja, die werden natürlich auf uns zukommen, klar, aber halt hier diese 4 Leute hier, die müssen wir töten. Also die beiden Kleinen hier und ja, die 4. Ich nehme sogar auf. Okay, gut. Dann geil. Kämpfen wir nochmal und was ist dein Vorschlag? Womit sollen wir anfangen? Ich würde sagen, pack mal die Kalaschnikow aus. Erstmal. Was? Oder anfangen. Was soll ich auspacken? Die Kalaschnikow. Nee, keine Ahnung, mach was. Du verwirrst mich gerade sehr. Das ist eine Waffe. Ein Sturmgewehr. Ja, hab ich nicht. Okay, jetzt verstehe ich dich. Ich erwarte dir was Ernstes und du so, ja, nee. Pack mal die Kalaschnikow aus. Nicht mit mir. Warte mal, wo sind denn die da hinten? Wir haben hier die 4 und da drüben die 2 Kleinen, die wahrscheinlich auch hochrennen werden. Ja, und diese 4 Dinggegner sind auch echt ganz schön scheiße eigentlich, ne? Muss halt irgendwie nach und nach besiegen. Wir haben ja 3 Runden insgesamt. Ach, stimmt, wir haben 3 Runden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie sollen das... Also ich würde das behaupten... Mindestens 2 Gegner besiegen, also... Also ich würde sagen, wir fangen mit den beiden hier an. Ja. Wir müssen halt irgendwie, ich glaube Mario muss springen. Dann kann er nämlich beide töten. Ich würde sagen Luigi, der geht mal ein bisschen in Stellung, ist eh ein Fernkämpfer, dann kann er... Ich glaube hier ist glaube ich okay. Peach vorschicken. Hier hinstellen. Weil die Piranhas schießen den. Aber kann Mario so weit springen? Ich weiß nicht, ich gehe einfach mal vor, aber einfach hier direkt hin. Ich glaube nicht. Deshalb, ja. Da kann ich den da hinten vielleicht auch direkt töten? Weil, ich guck erstmal. Ich spring erstmal mit Mario. Das ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Sache, genau. Mario hieß nicht ohne Grund mal Jumpman. das bringt nichts. Ja, muss jetzt. Du musst erstmal laufen und dann. Hier kannst du mich hinstellen. Das ist ein bisschen mehr Schutz. Nein, das stimmt. Und dann kannst du ihn abknallen. Genau, dann kannst du ihn abknallen. Und dann können wir uns da langsam um die anderen Kollegen da kümmern. Und die Gegner haben 100% Super-Effekte, aber das ist, glaube ich, einfach nur, um uns zu ärgern. Diesmal haben wir davon keinen Nutzen. So, weg mit dem. So, Durchschnitt für die Runde schon geschafft. Sehr gut. So, und Peach, die kann ja mehrmals hauen. Ich glaube sogar dreimal. Ja, die kann dreimal hauen, dann ja, mach sie das bitte auch. Sie. Kannst nicht den selben Gegner dreimal umrennen, ne? Nee. Kann ja auch nicht auf einen rausspringen, so man den halt, naja, getroffen hat. Ich geh mal hier hin. Aber wie gesagt, die können uns jetzt angreifen, weil die nicht so weit laufen. Aber wir müssen dann trotzdem irgendwie Schaden machen. Also bei Luigi kann ja auf jeden Fall schon mal sein Auto schicken. Die kann auch noch knallen. Ja. Ja, schön in die beiden da hinten rein. Ja, das ist ganz gut. Wenn's geht. Wenn's soweit reicht. Also du musst da lang gehen, ja dann geh hier so lang. Wow. Warte kurz mal, ich glaube, Peach hat Peach schon geschossen?
Nee. Ah, nee. Weil ich würde gerne den da hinten da treffen. Ah, der ist nicht so weit weg, dann. Ja. Der wird schon nicht hinkommen. Hm. Ah. Sorry. Und dann. Schild unnötig. Luigi schießen. Luigi scheißen. Und 38 Schaden macht er mittlerweile. Ja komm, mach einfach mal. Weil der hat auch eine gute Chance, die wegzuschleudern. Und dann wird auf einmal der Gegner dran sein. Ja, die Piranhas, die sind ja. Hm. Die können uns gar nicht töten. Aber wir dürfen ja sogar sterben. Ja, stimmt. Das ist ja auch nochmal. Okay, der hat schon geschossen, der tut jetzt nichts mehr. Oh, natürlich. Verschwenden, was für eine Verschwendung. Luigi. Was für eine Verschwendung. Toll. Klasse, Luigi. Das war's mit unserem Auto. Und Luigi, glaube ich, ist auch, ne? Es kann niemand sterben, ja, außer Luigi halt. Blau, das müssen wir nochmal versuchen. Oh, dieses scheiß Piranha, da können wir nicht einfach irgendwie eine Mauer vor die Röhre bauen oder so. Oh nein. Mal gucken. Also wir können auf jeden Fall mit Peach dashen. Machen wir dann natürlich auch. Und richtig drücken. Ist auch ganz ja, richtig. Richtig drücken ist ein Tipp auf jeden Fall. Mhm. Mal Schild auf jeden Fall. Kann Mario auf jeden Fall mal die Heldenlicht aktivieren. Ja, Mario läuft auf jeden Fall. Kann er jemanden schlagen? Leider nicht. Luigi ist übrigens tot. Das ist okay. Ja, na, ist irgendwie. Ist ja gut angesetzt auf jeden Fall. Oh, wir haben den Hammer. Ist auch nochmal eine schicke Waffe. Na, das hätten wir nicht klug hinlaufen können. Aber der Hammer kann gut. Macht 100 Schaden ungefähr. Ich wollte die Heldenlicht aktivieren. Nee, müssen wir neu machen. Wir brauchen das Auto, ist ganz gut. Aber der Hammer ist halt auch ganz cool. Es sind halt diese kleinen Gegner. Ich glaube, ich lasse die erstmal in Ruhe. Vielleicht laufen die ja nicht hoch und weg. Dann lieber ein bisschen Abstand und Piranha-Pflanzen zusammen, ist auch schon mal ganz gut. Challenge ist einfach übrigens. Was? Das ist einfach. Nicht. Also das ist nicht so schwer, nicht so leicht wie. Direkt Autounfall. Halt da hinten hin. Ja, ich mach jetzt mal. Oh. Haut schon noch nicht rein. Tinte. Schade, dass nicht auf beide schießt, aber naja. Hey, einer ist schon mal tot. Ja, laufen können wir auch noch. Ja, komm, laufen wir den hier um. Okay. Und in Deckung gehen. Luigi brauchst. Luigi hat's nötig. Peach, was kann sie machen? Gut, sie kann die Beine hauen. Wir müssen auf jeden Fall die Helden sehr sinnvoll nutzen, weil die Roboter werden als erstes laufen. Die Hasen, da kommt das kann weg. Die Piranha-Pflanzen. Und der damit Mario die halt sinnvoll nutzt. Punkt. Der kann auch noch laufen, der kann auch noch jemanden schlagen, aber der kommt auch nicht an die Hasen ran. Ich kann auch vorausspringen. Ja, das ist ein sehr guter Einfall. Dann, okay, dann muss ich hier leider bleiben. Ist okay.
Also ist nicht okay, aber ist okay. Verstehe. Und den könnten wir... Könntest du mal die andere Waffe da ausprobieren, ne? Den Hammer da? Ja, der funktioniert, das ist so ein Radio. Du hast den Gegner reinbegehen, dann kann man alle im Feld hauen, aber das... Oh, eigentlich ganz gut. Der hätte gut Schaden gemacht, auf jeden Fall, das stimmt. Aber nicht so 100%ig sicher. Aber ja, sollten wir auf jeden Fall ausprobieren. Das müsste jetzt auch reichen, wenn du ins weghaust. Sehr gut. Dann ist nur die Frage, was die Kleinen machen. Peach macht jetzt nichts. Drei sind schon weg, ne? Ja, geil. Hallo, Kalle. Ja, die haben wir New Super Mario Bros. U. I. Ja, hab dich doch nicht so, Frau. Also man kann vorspulen. Das müssen eigentlich auch mal dran denken. So. Was machen die Kleinen? Ich hoffe, die bleiben. Okay, die bleiben. Hier oben. Hier unten. So. Ich würde gerne mit Mario tatsächlich springen. Da hinten und jetzt. Müssen wir nochmal kurz gucken. Mario, wie weit kannst du laufen? Ja, der Sprung, ey, muss schon hier hinspringen, glaube ich. Damit Mario da auch sicher hinkommt. Kann ich da mit Peach hinlaufen? Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Kann ich das irgendwie fixieren? Nee. Hier die zwei Felder von diesem Kasten weg. Da kann Mario hinlaufen. Ich dachte, wir laufen da zwei. Natürlich nicht. Halt hier. Ah ne, okay, da ist gut, alles gut. So rum. Dann soll ich versuchen, mal den anderen hinten einfach mal zu treffen. Oder? Ich guck mal, was Mario machen kann. Luigi kann auch schießen. Okay, gut. Ja, ist okay. Da haben wir jetzt schon 5 getötet, ne? Wenn wir den anderen noch gesund, vielleicht kriegen wir den anderen jetzt auch noch hin. Ne, jetzt haben wir 4, oder? Ja, jetzt 4 und jetzt tötet den 5. direkt. Achso, so. Ja. Meine Framerate ist gerade so ein bisschen im Arsch. Hier, weil du Hammer sehen möchtest. Hier. Oh, genau, passend zum Hammer wurde es flüssig, das Gameplay. Sehr gut. Oder goldener Treffer sogar. Übertragen. Okay, jetzt nur noch. Jetzt war nicht noch den dicken Hase da hinten mobben. Ja, ich glaube, das könnten wir sogar hinbekommen. Einfach alles raufzuholen, was man hat. Scheiß drauf, wenn alle verrecken. Luigi kann noch seinen Autounfall verursachen. Nee, der geht noch nicht. Achso, stimmt gar nicht am Anfang. Alles vergessen. Oh, jetzt kann sich heilen, ist okay. Die anderen sind schon tot, ne? Okay, die anderen sind weg. Ich kann auch hauen, das ist auch noch ganz wichtig. Mit Glück diese einzelnen Standbilder, wie Luigi einfach lustig steht. Es tut mir leid. Muss dir halt im Nachhinein angucken, hey. Ja, GG. Schlacht gewonnen, sehr schön. Einmal Kompetenz in den Chat, bitte. Diesmal mach ich den Chat nicht auf. Das ist okay. Nochmal 2 Erfahrungspunkte und Geld. Sehr gut. Ich hoffe, die sind alle einfach hier in der ersten Welt. Wahrscheinlich kommt noch ein schwieriges. Ultra schwer. Übrigens, ich habe mal geguckt in die am Anfang des Spiels in die Statistik am Speicherstand, da haben wir auf jeden Fall 25% der Kapitel abgeschlossen. Ah. Okay, dann wird's 4. Genau, 4 Welten, aber ich glaube, es gab irgendwie noch so Bonus-Missionen. Wo müssen wir lang? Natürlich. Wir lang. Irgendwas war da und halt das DLC, was Leon machen möchte. So. Gucken wir mal. Oh, das ist glaube ich normal, oder? So von der Farbe her. Ah, Mitte. Kann nur leichter werden. Die schwierigste Prüfung war bisher wirklich die Leerleifte. Ja. Die 5 Gegner in 10 Minuten. In 10 Zügen. Okay, Auto reinschicken auf jeden Fall. Ganz großer Autounfall. Und Hammer.
Wobei Hammers. Wobei, wenn sie die Mitte stellen, den Hammer machen, dann können die Kettenhunde immer noch in Ruhe die Pflanzen angreifen. Hm. Das sind aber gerade auch nur die. Erreicht die Reichweite? Ja, nee, das, wir kommen da nicht hin. Gott. Ich muss mal kurz Taktikkamera mir angucken. Die Hunde, die sind alle fixiert hier auf die Pflanzen. Das ist gut. Ich muss mal gucken, das Auto. Auch wenn die viermal treffen müssen. Dann schickt das Auto einfach mal rein. Ich hoffe, der Kettenhund will nicht das Auto anvisieren. Gut, dann. Oder die Pflanzen machen es kaputt. Ja. Eisenblick, das schießt er sogar zweimal. Wenn die Pflanzen es kaputt machen, hey, dann haben sie wenigstens den Unfall anvisiert. Peach, ja, Peach sollte sich, glaube ich, nicht bewegen. Aber so ein bisschen kann ich nicht bewegen. Okay. Die Leute vermutlich den Schaden machen, hat er zumindest bei den Fetten gemacht, macht er wahrscheinlich hier auch. Ja komm, mach Schild, warum nicht, ne? Okay, Mario. Wir machen auf jeden Fall 75% der Mittelstand da eben auch. Okay. Schön, dass einer von uns wenigstens aufpasst, dann laufe ich mal hier hin. Fünf Gegner, ne? 10 Zügen, das scheint erstmal machbar zu sein, also einmal das Schlimmste, was kommen könnte, wäre es, wenn danach nochmal zwei Pflanzen kommen. Aber eigentlich, ja. Die haben uns in der letzten Folge sehr gut abgehärtet. Kann ich hier noch irgendwie dahin laufen? Könnte ein bisschen laufen, aber möchte ich nicht. Wenn ich mich hier hinstelle, bin ich vor den Kettenhunden sicher noch. Dann mache ich lieber das. Ja, Kettenhund. Bada bam! 75 Schaden, okay. Ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung für uns, ne? Dass die Kettenhunde direkt auf die losgehen. Mhm. Ist wohl auch so gedacht, dass man mit denen arbeitet. Okay, der Kettenhund hat es kaputt gemacht. Fuck. Sehr gut. Und die lebt noch, natürlich. Hat jetzt keine Lust anzugreifen? Fragezeichen? Okay, die will jetzt angreifen, das dachte ich mir. Ah, hot. Oh man. Na, die hauen dann schon rein mit ihrem Feuer. Die Kollegen. Mhm. Schnelle Schuhe. Kollege, Klettverschlussschuh. Ist eher so eine Beleidigung. Eigentlich. Ja. Den töte ich jetzt einfach mit Luigi. Wird macht Spaß. Das Problem ist, sie treffen mich dann auch immer mit dem Feuer eigentlich. Mhm. Ja. Weg mit dir. Okay, Mario. Mario. Schaden macht nochmal der Hammer. 137. 137 wenn ich Glück habe, aber ansonsten 95 zu 105. Ja, okay. Hast du beide? Nee. Das sind die einzigen, die noch gerade da sind. Das kann ich beide treffen, das ist einmal so ein 3x3 Radius. Dann gehe ich aber nur auf den, weil noch auf dem Pferd töten wir den dann komplett. Oh, doch. Ach komm, okay, es gibt noch so einen Außenradius, okay. Wo halt weniger Schaden ist, aber hey, den gibt es. Und komm, mach kaputt. Natürlich nicht. Okay, Peach kann noch weg. Okay, das ist gut. Peach geht's gut. Peach hat kein Damage. Peach hat Aua. Ja, Peach kann auch heilen. Der Jogram wieder ein. Aber die Typen da hinten treffen kann ich gar nicht. Mann, wie sind jetzt alle wieder aus dem Radius hier raus? Ist doch scheiße. Bei den Kettenhunden. Geld.
Dann gehe ich mal zu Luigi. Also der Hund dürfte mich jetzt noch nicht erreichen. Ich guck mal kurz. Ah, die taktische Kamera. Kann man noch mal angucken, wie weit kann der gehen. Ah, fuck, ja, muss ich da. Na, da muss ich da hin. Schönes Blumenfeld da. Irgendwo hinschießen? Ne. Schönes Blumenfeld, genau. Ich hoffe, Kitty macht sich jetzt in den Strampler. Das wäre sehr traurig. Ja, sehr gut. Geh da hin. Gefällt mir. Das gefällt mir nicht so, aber geh da rein. Okay, kein kritischer Schaden. Sehr gut. Ja, okay. Peach, wir brauchen deine Heilung. Da kommen direkt neue raus. Sehr gut. Also nicht gut, aber naja. Die haben sich beide ja da positioniert, sehe ich gerade. Ja, der wird totgebissen. Der ist egal. Mhm. Und der da wird vom anderen Bullet Bill vielleicht kommen. Peach versuche ich mal dahin zu kommen, hinten hin. Bullet Bill vor allem. Kettenhund. Ich glaube, der Typ, der wird mich fressen, oder? Praktische Kamera. Ich könnte mich halt dahin bewegen, als wir auch schon Richtung Mario gehen. Ich gehe in Richtung Mario, dann kann es aber auch direkt so gehen. Ja, und Feuer. Oh oh. Luigi, okay, der wird gerade. Der muss hier bleiben, kann ich. Na, nee, es. Kann ich auch nicht woanders hinschicken, nee, dann spare ich mir das auf. Dann macht Luigi jetzt, glaube ich, einfach mal nichts in der Runde. Kannst du hier ganz hinten snipern? Nee. Hm? Will er nicht. Okay, Mario. Sad. Den müssen wir jetzt töten können. Ah, wobei, nee, oder? Weiß nicht. Also die 126, die er jetzt hat oder die er danach hat? Die er jetzt hat. Ah, was okay, er verliert, dann. Das zeigt er dann so ein weißes Ding an. Wie viel? Ah. Also jetzt den Hammer. Ach nee, der braucht noch einen Zug, scheiße. Fuck. Ja. Ja, nee. Ein HP. Letzter Strohhalm. Oh. Oh, hey. Kann ich vielleicht. Ah, jetzt kann ich ihn snipern, sehr schön. Ja, schön für ein HP. Naja, immerhin. Okay, ja. Louis rettet wieder den Tag. Jetzt gehen wir hier ein bisschen in Deckung. Falls der eine Hund dann Hunger auf mich bekommt. Ja, das kann sehr gut passieren, leider. Oh, der guckt mich an, das gefällt. Oh ne, der guckt hin. Ich glaube, der andere Hund, der untere Hund geht das hin. Natürlich nicht. Weil kann der andere Hund jetzt zu mir gehen. Fuck. Hm. Also Peach könnte jetzt eventuell die neuen Pflanzen, die dürften glaube ich noch nicht angreifen oder greifen die schon an. Ich glaube, die greifen jetzt noch direkt an. Aua. Besser sie als Mario. Mhm. Oh Gott. Nein, da kommt noch mehr. Wenn sich das wieder hinstellt. Peach. Ja. Vielleicht muss er das machen. Dahin und heilige Heilung, aber das bringt genau. Halt echt nicht so viel eigentlich. 20% aktuell. Jetzt müssen wir ein bisschen leveln. Ja. Gut, einen Schlag mehr hält Mario auf jeden Fall aus. Ja, sehr gut, aber ich glaube, das ist jetzt schlecht für den Sprung. Aber naja, warte, hat es jetzt doch mehr gelohnt, oder? Weiß ich nicht. Weil das können wir nicht raufspringen. Naja. Aber Mario kann eventuell stoßen wir die nochmal runter mit Mario. Ja, muss man machen, was ich besser auf sie tun können. Oh, geil. Okay, 143 ist noch eine Menge, aber ist okay. Baby Luigi. Baby Luigi. Ja, und Luigi, der ist halt einfach Luigi. Schade, ich hätte gerne trotzdem ein Auto losgeschickt, aber gut, dann machen wir Eisenblick. Die anderen, die können auch. Mario kann auch laufen, aber wo soll er hinlaufen? Ja, ist. Na, geh mal hier ein.
Vielleicht ganz sinnvoll, ich weiß es nicht. Ja, die Piranha-Pflanze treffen halt irgendwie immer. Ja, da kommt nicht so Luigi, denke ich. Direkt neben dir chillt einer, Kettenhund. Was ist da los? Ja, der schläft ja noch. Leider. Okay. Nee. Mario gerade mit Damage gekriegt? Ich weiß es nicht. Nee, okay. Oh, die Kamera gerade, ey. Ne, Mario, dem geht's noch gut, außer Peach. Die würde doch einen Treffer aushalten, auf jeden Fall. In der wievielten Runde sind wir jetzt gerade? Vierte, fünfte? Oh Gott. Peach, are you alright? Peach kann. Vielleicht gucken wir mal, ob wir jetzt tödlich sind mit Luigi. Merke ich mir. Ah, Peach. Ich kann auch nicht. Natürlich nur einen. Nicht wieder. Ja, das wird keinen. Ja, Peach wird auf jeden Fall sterben, da bin ich relativ sicher. Ja, dann kann Mario sie als alles noch rausholen. Sprungbrett benutzen. Kannst du noch einmal reinknallen? Ja, auch den hier. Den einen kann Luigi dann töten, der da so rumlungert. Weil dann nutzen wir die. Wobei, jetzt macht auch der Hund kaputt, ich glaube fast gar nicht mehr, dass die Hunde uns noch helfen. Ja, der Hund, der greift mal Luigi an, der Hund ist. Ja, nee. Der weg. Oh, ich glaube auch, die Hunde sind alle komplett im Weg. Wie viel Leben hat Luigi noch? Der stirbt. Jetzt bleibt er lieber hier stehen, dann nimmt er nur einmal Schaden. Kann er jetzt nochmal snipern. Natürlich. Natürlich. Oder kann Luigi gleich auf jeden Fall noch was machen in der nächsten Runde? Hey Mario, ist dafür jetzt ein bisschen geschützt, die werden jetzt auf Peach gehen, das ist okay. Aber wee wee. Ja, aber er kann gleich nochmal was losschicken, das ist, glaube ich, ganz gut. Okay. Peach. Also der andere wird leise. Vegan. Aber der andere wird leise auch nochmal auf Peach gehen. Von daher. Was ist mehr Kanon? Die Bonus-Episode oder dieser Kampf? Kanon. Bonus-Episode. Okay, es kommen noch neue. Aber wir müssen noch einen töten. Mhm. Am besten den da hinten. Den, der schon fast weg ist. Ja, komm, die kannst du auch mal einmal schlagen, einfach nur. Weil es kann. Den anderen anvisieren, genau. Einen Schlag hält Mario noch aus. So. Und kann Luigi erst den Finisher setzen? Ja. Schön mit den Steinen, Neues. Bäm! Tinte im Gesicht. Wir müssen nämlich auch daran denken, dass wir noch Ausschau halten nach so Tronia-Seite sind, falls hier noch irgendwie was kommt. Das kriegen wir hin. Mittel! Erste Mittelprüfung. Dann sammeln wir doch nochmal das Geld ein, was hier unter Umständen noch liegt. Oder vielleicht haben wir es auch direkt bekommen, ich weiß es nicht. Weil meistens liegt danach im Kampf nochmal Geld rum. Also, das hätten wir schon vorher einsammeln müssen. Ja, vielleicht haben wir es auch bekommen, keine Ahnung. Aber ja, das war's in der ersten Folge. Schon wieder 30 Minuten lang, meine Güte. Was ist das hier? Kannst du es mitnehmen? Okay, dann geht's beim nächsten Mal weiter. Vielleicht beenden wir dann schon diese Welt. Vielleicht auch nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.